Wir kaufen ein. Meistens genau da, wo es am günstigsten ist. Besonders Lebensmittel für wenig Geld sind ein großer Vorteil für uns. Doch was dem einen ein Vorteil ist, wird einem anderen oftmals zum Nachteil. Bei günstigen Lebensmitteln trifft es das wohl schwächste Glied in der Produktionskette, den Bauern. Denn weil die Endprodukte schon so billig wie möglich sein müssen, kann der Bauer seine Produkte nur zu einem sehr geringen Preis verkaufen. Organisationen wie diese hier setzen sich für einen fairen Handel ein und unterstützen so benachteiligte Bauern in vielen verschiedenen Ländern der Welt. Eine der wohl bekanntesten Organisationen ist Fair Trade. Wie fairer Handel funktioniert? Na so! Ich bin ein armer Bauer. Ich arbeite sehr viel, sehr hart und bekomme dafür leider viel zu wenig Geld. Wenn es nur irgendjemanden geben würde, der mir helfen könnte. Was? Wer bist du denn? Ich bin der Fair Trade Man. Und ich kaufe dir deine Produkte zu einem fairen Preis ab. Wie findest du das? Cool. Tschüss, Fair Trade Man. Das, was der Fair Trade Man eingekauft hat, kann man hier kaufen, in dem Bioladen von Georg. Georg ist selbst ein großer Fairtrade-Fan. Fairtrade, das gibt's schon lange, das kann ich mal zeigen. Dies hier, das ist so ein bisschen vom Yin und Yang-Symbol abgeguckt. Das eine kann ohne das andere nicht. Das heißt, die gute Arbeit kann ohne den gerechten Lohn nicht. Finde ich eigentlich ganz gut gewählt, also leicht zu erkennen. Kaufen denn auch Jugendliche Fairtrade-Produkte? Also Trend ist eindeutig steigend. Jugendliche sind sehr offen für Fairtrade, wissen auch meistens sehr gut Bescheid, also eher schon mal als Erwachsene. Und sie bevorzugen natürlich Sachen wie Bananen, Schokolade, Kaffee auch ganz viel und im Winter halt die heiße Schokolade. Wenn der Bauer mehr Geld bekommt, also fairer für seine Arbeit bezahlt werden soll, dann heißt das für uns, dass wir auch fairere Preise bezahlen. Aber wie viel mehr kostet die Herstellung von fair gehandelten Produkten wirklich? Wir machen den Vergleich. Wir haben Orangensaft, Kaffee und Bananen angekauft für fast 5 Euro im Supermarkt. Die Fairtrade-Produkte waren da schon etwas teurer, fast 11 Euro haben wir bezahlt. Vergleicht man die Gesamteinkäufe, stellt man fest, dass die Fairtrade-Produkte fast doppelt so teuer sind. Schüler der Urseler Schule Osnabrück beantworteten die Frage aller Fragen. Kaufst du lieber billig oder fair? Also ich würde zurzeit erstmal keine Fairtrade-Produkte kaufen, weil die mir einfach zu teuer sind und oftmals schmecken sie halt mir nicht so, wie ich es gewohnt bin. Zum Beispiel die gewohnte Milka-Schokolade, auf die will ich dann doch nicht verzichten und die ist ja leider nicht Fairtrade. Es kommt drauf an, also bei Lebensmitteln achte ich schon darauf, dass es fair gehandelt ist. Ich würde ebenfalls lieber faire Produkte kaufen, weil zum Beispiel aus dem Bereich der Nachhaltigkeit sagt man immer, es muss ein magisches Dreieck geben, Ökologie, Ökonomie und Soziales. Man würde dem auf jeden Fall gerecht werden, wenn man sowas unterstützt. Ich würde es mir schon zu Herzen nehmen, dass ich darauf achte, faire Produkte zu kaufen, aber immer tun kann ich es leider nicht. Also Fairtrade achte ich jetzt nicht wirklich drauf, aber ja, wenn ich eine gute Sache machen kann, dann kaufe ich es vielleicht mal, aber sonst eher nicht. Also ich kaufe eher keine Fairtrade-Produkte, aber nicht, weil diese nicht billig sind, sondern weil ich kaum Fairtrade-Produkte in den Läden finde, wo ich einkaufe. Und was müsste sich verändern, damit du Fairtrade-Produkte kaufst? Der Preis. Genau, hauptsächlich der Preis. Ja. Es müsste sich verändern, dass man das in vielen Läden kaufen kann und dass es transparenter ist, also dass man wirklich weiß, dass es dann auch fair gehandelt ist. Und vielleicht noch so ein bisschen was am Geschmack drehen von manchen Sachen. Ja, ich denke, das würde schon einiges ändern. Wir halten fest, unsere Wege durch die Einkaufsläden des Landes sind und bleiben verschieden. Es ist uns überlassen, wie wir einkaufen. So oder so. So oder ganz anders. Doch ein bisschen darauf zu achten, was in unserem Einkaufswagen landet und nicht immer nur den Schnäppchen hinterher zu jagen, das ist doch nicht so schwer. Fairtrade Man und so viele arme Bauern würden sich sicherlich darüber freuen. Es muss ja nicht gleich alles Fairtrade sein. Oder was denkst du?